Moin Moin, Hero Maniacs, hier ist er schon und ich begrüße euch wie an jedem Montag, Mittwoch oder Freitag zu einem neuen Overwatch-Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es ein Kontrollmatch und das wird ein sehr spannendes Match. Gerade die zweite Runde ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsrunden Overwatch, die ich jemals gespielt habe. Sekunde, wie kann ich das wissen? Ganz einfach, das, was ihr jetzt in dieser ersten Minute hört, ist eine Nachvertonung. Und zwar wollte ich euch ganz kurz auf was hinweisen, bevor wir gleich in die Live-Aufnahme aus dem Match springen. Und zwar gab es gestern ein erstes Story-Video zu Tracer, wo ich euch ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu Tracer erklärt habe. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ich mache euch heute einfach mal darauf aufmerksam. Es ist ein bisschen, ja, shameless Self-Plug sozusagen. So viel dazu. Und das andere ist, ihr seht in dieser Partie jetzt gleich McCree, zu dem wir noch keinen Guide gesehen haben. Lasst euch nicht verwirren davon, der Guide kommt. Und ja, ich springe jetzt einfach mal in die Live-Aufnahme rein. Macht sie fertig. So, okay, da hinten kommen sie. Eine Pharah ist auf jeden Fall in der Luft mit einer Mercy, wenn ich das richtig gesehen habe. So, hier haben wir einen Reaper, wir haben einen Reinhardt, okay. Auf jeden Fall gute Kombination, diese Spiele, haben eine Mai dabei. Au, au, die machen hier gut Druck. So, die Mai mal in Stun rausnehmen. Oh, verdammt. Und sie hat mich rausgenommen oder irgendjemand hat mich rausgenommen. Ah, die Pharah in der Luft, okay. Was mir nicht mal aufgefallen, dass eine Pharah in der Luft war, aber das ist denn da kaputt. Was ist denn da mit mir kaputt? War schon ein bisschen, oh, sogar was getroffen. Mal ein bisschen rüberschießen. Ja, für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal zuschauen, das Ganze ist ein Kontrollmatch. Das heißt, wir haben hier einen blauen Bereich oder einen Bereich, der eingenommen werden muss und verteidigt werden muss. Oh, verdammt. Oh, das war nicht unser Reinhardt. Ich bin in den Raum reingelaufen und dachte mir, hey, da steht ein Reinhardt an der Seite und muss meiner sein. Nicht ganz richtig. Ja, ich habe wie üblich, wie ihr gerade seht, den Philipp dabei von Press the Key. Und auch noch schon mal recht vielen Dank. Wir haben letztens gemeinsam gestreamt und knapp 40 von euch waren dabei, was uns unglaublich gefreut hat. Und wir haben heute einen Zuschauer sogar dabei, den Future Man aus den Kommentaren, der als Ghibli hier im Spiel unterwegs ist. So, wenn ihr euch jetzt fragt, warum bin ich eigentlich gewechselt von McCree hin zu Reaper, dann sollte dieser Tod keine Antwort bringen. Verdammt. Relativ einfach. Also, eigentlich ist McCree ein Charakter, der funktioniert hier relativ gut, aber ihr seht, es ist ein relativ enger Raum. Und wenn man sich vorstellt, ich habe zwei Schrotflinten, die können auf engem Raum ein bisschen mehr Schaden machen, vermute ich. Mal gucken, ob das hier mein Plan aufgeht, ob wir nochmal wechseln müssen. So, Reinhardt down. Einem kurz dem Ult ausgewichen. So, Reaper gegen Reaper. Oh, Reaper gegen Mai. Oh Gott, die stehen ja alle hier. Oh Gott, die Mai hat sich schon wieder gefreezed, um Leben zurückzubekommen. So, den Reaper kriege ich, aber den Reaper kriege ich. Den Race hier. So, zwei sogar ausgeschaltet. Nice. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum die Schrotflinten anders aussehen, das seht ihr unten schon alleine links an dem Spielerbild. Ich nutze momentan den Race Origin Skin, den man fürs Vorbestellen der Origin Edition bekommt. So, Punkt ist clear. Sieht soweit ganz gut aus. So, hat man natürlich ein Ulti. Mal gucken, ob ich den gleich einigermaßen gut einsetzen kann. So, ja, die Mercy Down. Immer ganz wichtig. Heiler als erstes, wenn es irgendwie möglich ist, ausschalten. Ja, auch wenn sie mich hier ausgeschaltet haben. Wir sind bei 77%. Das sieht ganz gut aus. Wenn wir das Ding halten können, dann dürfte diese Runde gewonnen sein. Ich habe natürlich noch einen Ult, den könnte ich gleich einfach mal einsetzen, wenn der nächste Push erfolgt, so wie hier. Oh Gott, ich erwische keinen. Au, 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 au. Das war tatsächlich ein bisschen peinlich, da ich da keinen erwischt habe. Aber komm, Reinhardt, dich kriege ich, wenn es das letzte ist, ja, no, nice. Oh, die sind alle down. Okay, da draußen läuft noch einer entlang. Oh, das war's. Erste Runde gewonnen. Nice. Runde 2. Mal gucken, ob die genauso gut läuft. So. Okay, es ist das Planetarium. Ich glaube, eine Map, die wir gar nicht gesehen haben bisher. Das war früher, bevor... Also mittlerweile ist es so, dass Kontrollmatches die Maps durchgewürfelt werden. Das heißt,
Vorher gab es eine Map 1, 2, 3 und du hast immer Map 1 und 2 gespielt und wenn es dann nicht zum Teil kam, hast du nie Map 3 gesehen. Und das war immer Map 3 früher, deswegen hat man die sehr, sehr wenig gespielt. Und mittlerweile haben sie das glücklicherweise durchgemischt. Ja, nicht besonders klar, was unser Reinhard hier macht, was der alleine vorprischt. Ich freue mich mal an den Philipp, der spielt gerade McCree. Ja, halte ich nicht für einen perfekten Charakter hier auf der Map, um ganz ehrlich zu sein, weil alles so offen ist. Nice, nice. Jetzt kriegen die so viel Heilung hier. Nice, die Mais down. So, komm, kleiner Springfrosch. Komm mal her. Ne, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Verdammt, dieser kleine Springfrosch. Da hat man einmal einen Lucio-Spieler im gegnerischen Team, der den Charakter auch beherrscht und versteht, dass er an den Wänden fahren kann. Passiert viel zu selten. So, booste mich ein bisschen nach vorne. So, okay, unser Reinhard kämpft hier schon wieder. Nice, helfen wir ein bisschen mit. So, jetzt ab in den Kreis. Pharaoh aus der Luft holen. Oder vom Boden, egal wo. So, nice, schöner Doppelkill. So, übrigens diese Orbs, die am Boden rumliegen, die hier rumliegen, die ich aufsammle, die geben mir ein bisschen Leben zurück. Oh Gott, das wäre die Mai. Ja, zumindest die habe ich erledigt. Oh, jetzt muss ich hier gucken. Ja, und das ist im Grunde der Spielstil, den ich ja schon immer gepredigt habe für Reaper. Rein, ein bisschen Schaden machen und sich mit diesem Phasenshift quasi... Nicht damit! Rausziehen. Da hat mir der Philipp so ein wenig den Arsch gerettet, muss ich sagen. Genau, das ist natürlich bitter, wenn du genau in so einem Moment nachladen musst, wenn du gerade dabei bist, jemanden platt zu machen. Dann sind aber alle hinter mir her. Was ist das denn hier? Die Jagd auf Reaper? Hör mal, Kollegen. So, Reinhard down. So, wir holen uns das Ding zurück. Wow. Ja, es wäre auch eine üble Klatsche geworden, wenn die das Ding jetzt so gehalten hätten. Nice, noch ein bisschen mit draufgehauen. Er ist natürlich viel zu weit für mich, die Entfernung gewesen. Oh, und das... Oh, der Ulti. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich relativ doof, was er gemacht hat, da so alleine reinzugehen. Aber im Ult ist es nicht so super verkehrt. Auch wenn ich bezweifle, dass er großen Erfolg gehabt hat, denn ich hatte ihn so weit runtergeschossen, dass eigentlich nur noch der Reinhard hätte einmal zuschlagen müssen. So, Pharah ist wieder weg. So, 89%. Wir haben gleich den ersten Ult. Sehr schön. Unser Reinhard fährt den anderen Reaper mal spazieren. So, mal gucken, dass hier keiner in den Kreis kommt. Immer eine Gefahr. Eins. Zwei. Oh, komm. Drei. Oh, komm. Einer. Vier Spieler Multikill, Freunde. Holy crap. Wow. Ich bin gerade so ein wenig begeistert von mir selbst. Ja, und jetzt werde ich fast ein bisschen zu leicht sein. Ich merke gerade, als ich da in diese große Gruppe gelaufen bin. So, Pharah ist wieder down. Oh Gott, der Reinhard hat sein Ulti gezündet. Ah, das ist natürlich bitter. Jetzt endet zum zweiten Mal eine 7-Spieler-Killstreak. Können wir die zusammenzählen und sagen, ich habe eine 14er gehabt? Ja, ne? Okay. Danke. Ey, wir sind bei... Das ist so bitter, wenn man bei 99% ist. Ich versuche natürlich jetzt irgendwie zu verhindern, dass... die das Ding kriegen, aber wenn da oben natürlich ein Westchen steht, das ist ein wenig schlecht. Der kann natürlich echt hier Frühstücksbuffet machen. Verdammt. Ey, 99%, das ist eine undankbare Zahl, weißt du? Da fehlt eigentlich nichts mehr. Da fehlt noch, weiß ich nicht. Einmal schnipsen fehlt da noch.
Gott. Okay, ich hab Multi. Oh nein, das war's. Das war's. Ich dachte, da wäre noch mehr Zeit. Warum ist denn die Zeit so geflogen? God damn it. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Okay, uns geht in die Entscheidungsrunde. Verdammt. Also ich habe jetzt wirklich nicht gedacht, dass da schon vorbei war. Wir waren alle so links oben. Wir hätten nur in den Kreis reingemusst. Das war ein bisschen doof. Aber gut. It is wie it is, ne? So, versuchen wir nochmal unser Glück. Komm, alles oder nix jetzt. Entscheidungsrunde 23. Was? 23,5 oder sowas? Ja. Aber schon erstaunlich, wenn man bedenkt, ich habe 2 14er Killstreaks. Nicht 2, ich habe 2 7er Killstreaks. Ich habe eine 14er sozusagen. Wie viele Kills hier heute am Stück passiert sind, gefällt mir. Ein Lebenspunkt. Raus. Ich brauche hier Health Pack. Oh Gott, und da schießt jemand auf mich. Wow. Und dann bleibt man auch noch hängen, das ist ganz bitter. Ich hätte eigentlich nur... Oh, wow. Hätte der Schuss mich getroffen, wäre ich ja sehr undankbar gestorben. Oh Gott, da oben ist ein Bastion. Wie kommt der denn da oben hoch? Also es gibt so Dinge, ich glaube, da ist die Match ein bisschen glitchy, dass da oben jemand hochkommt, weil ich weiß nicht, wie ein Bastion da hochkommen soll. Ich hinterfrag das jetzt an der Stelle mal nicht und ruft Cheater. So, stattdessen versuche ich hier noch ein bisschen was auszuschalten. Oh Gott, mein Aim ist gerade aber auch so beschissen gewesen. So, holen wir hier nochmal das Health Pack. Ja, von Health Pack zu Health Pack kann man gerade so ein bisschen sagen. So, Tank ist down. Oh Gott, was mache ich denn? Ich drücke die falsche Taste. Oh Gott. Jetzt habe ich die falsche Taste. Ich wollte den... Der war, glaube ich, eh noch nicht bereit. Oder war er bereit? Der war bereit, ne? Das Wegschiften. Verdammt. Und das ganze Team ist vorne tot. Das ganze Team ist tot. Wow. Okay. Das ist tatsächlich nicht gut. Mal ein bisschen gucken. Ich muss 90% noch fast beim Ulti. Ulti könnte natürlich jetzt eine gute Möglichkeit sein, einfach das Ding aufzuräumen, wenn ich jetzt nicht sterben würde. Und jetzt wäre eigentlich der Moment kommen, wo ich sage, okay, das funktioniert hier nicht mit Reaper. Ich muss wechseln. Aber ich habe Multi. Und ganz ehrlich, es geht nicht nur mir so. Man trennt sich ungern von einem Charakter, wenn man gerade einen Ulti hat. Also ich versuche jetzt zumindest noch den Ulti zu zünden. Vielleicht können wir es irgendwie schaffen. Ja, weiß ich nicht, das Ding hier zu clearen. Und dann kann ich den Charakter wechseln. Vielleicht einen zweiten Tank dazu. Aber unser Reiner muss natürlich ein bisschen... muss natürlich ein bisschen pushen, will ich sagen. Aber... ja... das war natürlich nichts. Also ganz ehrlich, wenn du so einen großen Schild hast, dann pushst du nach vorne, Reinhard. Ach, goddammit, ey. So, jetzt aber. Komm, push das Ding da mal rein. Ich will nur rein. Will mein Ulti zünden und komm, ich clear das Ding für euch. Ich mach es. Eins. Ach, verdammt. Nur einen erledigt. Und das war's. 97%, das war's. Sagt, was er wollt, das war's einfach. Ja. Ja, es muss auch mal Niederlagen geben. Und die war bitter, weil diese zweite Runde, auch wenn wir die verloren haben, ich glaube... Oh, ne, nice. Zumindest werde ich hier noch ein bisschen geehrt. Oh, das ist der Vierfach-Kill. Der Philipp sagt mir gerade aufs Ohr, dass er mich hasst, weil er auch einen Fünffach-Kill hatte. Aber hey, meiner war schöner an der Stelle. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, was ich geschafft habe. Ganz tolles Match. Ich glaube, fast eines meiner Lieblingskontrollmatches bisher. Weil die zweite Runde war der Wahnsinn. Sehr stark umkämpft, sehr knapp bis zum Ende. Ja, schade, dass die finale Runde dann so ein Blowout war. 24-12, ja. Das ist in Ordnung. Und mit 24 Kills nicht mal eine Medaille. Wow, das zeigt, dass unser Team gut dabei war. Gut, das war's heute. Wenn euch das Match gefallen hat, Daumen nach oben. Ansonsten bis Freitag.